Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Teil des Let's Play Skyrim. So, das letzte Mal ist mir das Spiel abgekackt und ja. Jetzt können wir endlich weiter spielen. Ja. Das letzte Mal sind wir aus der Festung entkommen. Sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen und jetzt folgen wir gerade diesem Typ wieder. Oh. Das sind Wölfe. So. Erstmal schön plündern. Naja. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Aha. Ja, stimmt, wir sind gerade auf dem Weg zu Flusswald. Ah, dahin ist es ja schon. Flusswald entdeckt. Ach ja. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Mhm. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Mann, wird mir voll gelabert. Das ist nicht mehr schön. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Gerdur. Bruder, bei Maras Gnade, es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Gerdur. Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Mhm, ja. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hord, kommt bitte mal her. Warloff, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Hat es jetzt gebracht, von da hinten nach hier zu laufen. Onkel Warloff, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och, Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Raloff reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Raloff. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleife. Hund ist fast größer als das Kind, aber egal. Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat.
Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge! Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Oh. Cool, da können wir alles mal mitnehmen. Kostet ja nichts. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Aha, und was? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Ja, genau, das Viel hatte ich vor. Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Ach, so war das ein langer Dialog von denen. Kann ich gar nicht zu Wort kommen. Na, egal. Denn das kann es ja nicht sein. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja? Was hast du wirklich gesagt? Ach, ich laufe jetzt einfach vor. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das ist, aber... So viele Häuser gibt es ja hier aber auch nicht. Hier vielleicht. Oh. Nein, das war, glaube ich, die falsche Tür. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine... Dann gehen wir einfach wieder aus. Sind die jetzt noch da? Ah, ja. Ah, hier wohnt er wohl. Wir sind bald Level Up. Können wir was skillen? Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ja, das werden wir. So, eine Truhe. Na, nehmen wir einfach mal alles mit. Oder nicht. Ah, oder doch. So,
Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Könnte ich eigentlich noch was mitnehmen. Kämpft wacker oder sterbt. Danke, 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 danke. So. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Ups. Kessel wollte ich eigentlich gar nicht. So, dann können wir hier mal was kochen. Na, ob wir es können, weiß ich nicht, aber... Ah, doch. Gebratener Fasan, Gemüsesuppe, Kaninchenkeule, Kartoffelkohlsuppe, Kohleeintopf mit Apfel, Tomatensuppe. Kann ich mich gar nicht entscheiden. Na, Kaninchenheulen erstmal. Dann... Gebratener Fasan. Ja, und dann eine Gemüsesuppe. Ah, so. Ist das sonst noch irgendwas? Oh. Käse. Noch mehr Käse. Das Met wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Tour habe ich schon, kann ich eigentlich Carlos schlafen. Möge euch ah, ihr könnt sogar schlafen. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Mhm. Viel Glück. Buch. Ah, Geld. Ist da vielleicht noch irgendwas drin? Gold. Nee, Bügeleisen brauchen wir nicht. Was ist noch Rüstung, Kleidung. Ja, gehen wir einfach raus hier. Gut. Kann ich eigentlich irgendwas mit der Kuh hier machen? Mit diesem Ochsen hier? Nee. So, kann ich hier vielleicht einkaufen? Ich hoffe es mal. Ah ja, kann ich bestimmt, oder? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Fluss war... Werft einen Blick darauf. Ja. So, kaufen will ich erstmal nichts. Ich will erstmal meine Sachen verkaufen. Ich kann überlegen. Ich habe jetzt schwere Rüstung an. Ja, verkaufe ich erstmal die leichte Rüstung. So auf die Rüstung. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Kapuzen und so behalte ich mal. Kann ich verkaufen. Jetzt Waffen. Muss ich mir erstmal überlegen, was wir skillen werden. Ja, ich glaube, ich bleib beim Schwert. Ich spalte trotzdem mal die Axt. So, jetzt haben wir schon 198 Gold, sehr gut. Können noch irgendwas verkaufen. Ah, wir haben ja noch einen Zauberspruch. Das war beim Bücher drin, ne? Ja. Verdammte Diebe, als wären die Dinge nicht schon schlimm genug. Ja, ja, einmal diese Diebe hier, ne? Alles stehlen so, das geht ja mal gar nicht. Das Gold klauen sie, das ist ja nicht mehr schön. So, dann ist gleich mal drin. Weil wir das Zeug eh nicht verkaufen können. So. Na, machen wir noch die hier auch. Es gibt ja immer ein paar Skillpunkte. Ja, perfekt.